Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen. Mit diesem Friedensgruß ist der rote Faden für meine Ansprache heute bereits vorgegeben. Die Tatsache, dass ich nicht speziell für diesen Vortrag diesen Gruß ausgewählt habe, sondern dass dieser Gruß täglich weltweit von Musliminnen und Muslimen gesagt wird und einander gewünscht wird, dies lässt bereits erahnen, was das Grundkonzept rund um Meinungsfreiheit und Toleranz im Islam ist. Angesichts immer schneller werdender Informationswege, neuer Kommunikationsplattformen und einer globalen Verunsicherung im Zusammenhang mit Identitätsfragen, um Nationalität und um Religion stellt sich die Frage nach Meinungsfreiheit und Toleranz umso brennender. Bei diesen Diskursen geht es immer wieder auch darum, inwiefern die islamische Lehre mit humanistischen Werten zu vereinbaren ist. Dabei lässt sich schnell eine große Verunsicherung spüren, was denn der Islam wirklich lehre, was denn eigentlich hinter diesem Gewand Islam eigentlich versteckt ist. Die Verunsicherung lässt sich insofern nachvollziehen, als dass wir uns fast täglich mit schrecklichen Bildern konfrontiert sehen von Terror im Namen der Religion und Schlagzeilen lesen von Hasspredigern, von Dschihad-Reisenden in der Nachbarschaft und andere uns unfassbare Dinge. Um herauszufinden, was der Islam wirklich lehrt, ist die beste Möglichkeit, in dem Werk nachzuschauen, welches für alle Musliminnen und Muslime die erste und wichtigste Anlaufstelle ist, ja die reine Quelle der islamischen Lehre darstellt und eigentlich die erste Anlaufstelle sein sollte, wenn es um theologische Fragen geht. Der heilige Koran, in ihm können wir all diese Sachen eigentlich nachvollziehen, was der Islam wirklich lehrt. In aller Deutlichkeit steht in diesem heiligen Buch der Muslime, dass Glaubens- und Gewissensfreiheit jeder und jedem garantiert werden soll. So steht in der Sure 2, Vers 257, ich lese die deutsche Übersetzung: Es soll kein Zwang im Glauben geben. Dies ist nur ein Beispiel von zahlreichen Stellen im Koran, welche die friedliche Lehre des Islams eigentlich ausdrücken. Die friedliche Lehre des Islams hat kein anderer so rein und vollkommen praktisch gelebt und als Beispiel auch vorgelebt wie der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, der für alle Musliminnen und Muslime das wichtigste Vorbild ist in muslimischen Fragen und wie es sich als Muslim zu leben hat. Vielleicht mag aber in dem einen oder dem anderen Zweifel aufkommen, ob der Islam trotz dieser Grundlagen noch Antworten auf die aktuellen Fragen und Probleme der heutigen Zeit geben kann. Darum möchte ich, um die Frage rund um Toleranz und Meinungsfreiheit im Lichte des heutigen Weltgeschehens zu erörtern, im Folgenden eine Person hinzuziehen, welche eine führende Rolle in der muslimischen Welt einnimmt. Dies soll zeigen, dass Toleranz nicht nur ein Lippenbekenntnis einiger Muslime ist, hier in Wiggoltingen in der friedlichen Schweiz, sondern von einer, wenn nicht der Schlüsselperson in theologischen Fragen gelebt und aktiv verfochten wird. Die Person, die ich meine, ist seine Heiligkeit, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, der fünfte Khalifa des verheißenen Messias und das aktuelle Oberhaupt der weltweiten Ahmadiyya Muslim Jamaat. Dieser Khalif nimmt in der Welt des Islam eine wohl einzigartige Stellung ein. Ist er es doch, der als rein spirituelles Oberhaupt
als geistiger Führer für alle Ahmadi-Muslime eine theologische Autorität besitzt, die weit über nationale Grenzen hinweg für mehrere 10 Millionen Anhänger globale Ausmaße angenommen hat. In der aufklärerischen Tradition der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat, weit weg von blindem Dogmatismus des vorherrschenden, mehrheitlich propagierten Islam, formuliert der Khalif eindringlich, inwiefern ein Islam, der richtig verstanden und auf die Lehre des Koran aufbaut, nicht nur viele Fundamente des Abendlandes nicht widerspricht, sondern vielmehr noch einen positiven und notwendigen Beitrag zur Stabilisierung des moralischen Fundaments dieser Gesellschaft leisten kann. Zum Thema Toleranz und Meinungsfreiheit hat sich der fünfte Khalifa, möge Allah seine Hand stärken, an vielen Gelegenheiten während seiner zahlreichen Reden und Reisen, wie zum Beispiel im Europaparlament oder im Kapitol in Washington, geäußert. Auf diese, seine Ausführungen, werde ich nun mich im Folgenden beziehen. Seine Ausführungen nehmen immer wieder auch Bezug auf den Koran und das Leben des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und zeigen somit die eigentliche Lehre des Islams deutlich auf. So zitierte der fünfte Khalifa an einem Anlass auch den Koran, diesmal die Sure 18, Vers 30, in dem steht: «Und sage ihnen, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Daran lass jene da glauben wollen, die glauben, und jene, die wollen, daran zweifeln. Demzufolge übernimmt Gott selbst die Aufgabe, mit den Menschen, die daran glauben, zu verfahren. Es liegt auch bei ihm, ob dies im Diesseits oder erst im Jenseits geschieht. Deshalb, ich zitiere weiter, O Prophet und O die ihr an diesen Propheten glaubt, euer Auftrag ist einzig, die Botschaft zu verbreiten. Im Interesse, ein Umfeld der Liebe, der Anteilnahme und der Toleranz zu bewahren, will diese Botschaft deshalb in eine liebende Art überbracht sein. Wenn Sie nun überzeugt sind, dass Ihre Religion sich in Übereinstimmung mit Gottes Geboten befindet, richtig ist und also auf Wahrheit basiert, verlangt es die Eigenart der menschlichen Anteilnahme, was sie für wahr und gut halten, mit allen Leuten teilen zu wollen und sie ebenfalls in diese Gebote einzuweihen. Jemand könnte nun einwenden, dass der göttliche Hinweis, die Menschen an das Glauben zu lassen, woran sie wollen, zu einer Zeit die Mekkaner erreichte, als die noch Muslime noch sehr schwach waren. Das heißt, als die Muslime, als erst der Anfang der Muslime war und sie stark von den Mekkanern verfolgt wurden. Es könnte demnach behauptet werden, dass solche Worte deshalb gesprochen wurden, um die Gegner der Gläubigen zu besänftigen, um einfach zu sagen, ja, ja, wir sind friedlich, wir wollen gar nicht expandieren. Diese Annahme ist ein schwaches Argument, denn trotz dieses Gebotes haben die Bekämpfer der Gläubigen nicht gezögert, die Muslime gewaltsam zu verfolgen. Manche wurden auf glühenden Kohlen geworfen, andere gezwungen, sich unter der Mittagssonne in brennenden Wüstensand zu legen. Manche wurden sogar mit ihren Beinen an Kamele gebunden und in zwei Teile gerissen. Auch Frauen wurden geschlagen und derartigen Torturen nicht erspart. Wenn also der vorher zitierte Vers den Sinn haben sollte, die Muslime vor Gewalttaten zu schützen, dann beweist uns die Geschichte der Stadt Mekka, dass er diesen Zweck nicht erfüllte. Diese Anweisungen war auch nicht auf jene Zeit beschränkt, sondern ihre Bedeutung ist im Heiligen Koran bis heute gültig. Die Beispiele barbarischer Gewalt dienen dazu, den Zusammenhang verständlich zu machen. Im Lichte dieser sollen zwei weitere Beispiele dafür gegeben werden, wie der Islam die Freiheit des Gewissens garantiert und gleichzeitig Toleranz und Vergebung fordert. Gezeichnet von Gewalt, die den Muslimen von ihrem Volk zugefügt wurde, flohen sie von Mekka nach Medina. Zuallererst flüchteten die Armen und Schwachen unter ihnen. Erst nachher wurden sie gefolgt vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihn. Im Zuge seiner Ankunft in Medina wurde ein Pakt mit den nicht zum Islam übergetretenen Juden der Stadt geschlossen.
Dieser Pakt besagte, wie die beiden Gemeinschaften miteinander leben sollten, und darin wurde auch festgehalten, dass alle frei bleiben sollten, ihren eigenen religiösen Gesetzen zu folgen. Ich möchte ein oder zwei Punkte dieses Koexistenzpaktes erwähnen. Die Leitung der Stadt war nun beim heiligen Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Demnach war sein Auftrag: Du sollst keinen Zwang in den Religionen anwenden, noch sollst du deine Macht gegen jene Schwachen anwenden, die, obwohl sie nicht Muslime sind, sich als eure Freunde und Verwandte geben. Noch sollt ihr eure Macht gegen die Juden wenden, die unter eurer Herrschaft leben. Was wir dann erfahren, ist, dass aus dieser Übereinkunft eine Atmosphäre von Liebe und Mitgefühl, Glaubensfreiheit und Toleranz entstand. Die erwähnte Übereinkunft lautete etwa folgendermaßen: Muslime und Juden sollen miteinander in Ehrlichkeit und Freundschaft leben. Keine der beiden sollen irgendwelche Exzesse veranstalten, noch die anderen gewaltsam in Mitleidenschaft ziehen. Die Juden halten ihren Glauben ein und die Muslime den ihren. Das Leben und Eigentum jedes Einwohners soll respektiert und geschützt werden, speziell im Fall eines wahllos verübten Verbrechens. Alle Streitigkeiten werden gemäß der Entscheidung des Propheten Allahs geschichtet, denn er ist die bestimmende Autorität. Jedoch wird in individuellen Fällen nach dem betreffenden Person zugeschriebenen Gesetz verfahren. Natürlich gibt es zusätzlich zu den vier hier erwähnten und aufgeführten Bestimmungen noch mehr solcher dieser Art. Daran sieht man, welche Bemühungen angestellt wurden, um eine liberale und angenehme gesellschaftliche Atmosphäre und einen guten Rahmen für das gesellschaftliche Zusammenleben zu schaffen. Zu dieser Zeit gab es so etwas wie nationale Gesetze noch nicht. Jede Person handelte mehr oder weniger entsprechend der Traditionen und Regeln seines oder ihres eigenen Clans oder Stammes. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte nicht: Ihr seid eine Minderheit und sofern Recht auf Macht folgt, müsst ihr euch den Gesetzen der muslimischen Mehrheit fügen. Stattdessen war der Stand der Vereinbarung, dass ihre Angelegenheit auf Basis ihres eigenen Gesetzes geregelt werden sollten. Das ist der erste Artikel zur Glaubens- und Gewissensfreiheit im Islam. Es ist möglich, Ihnen noch ein weiteres Beispiel zum Recht der freien Meinungsäußerung und der Toleranz zu geben. Als eines Tages der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, von einem Beduinen ein Kamel zum Kaufpreis von ca. 90 Kilogramm getrockneten Datteln erstand, kam er nach Hause und sah, dass die meisten Datteln weg waren. In bescheidener Aufrichtigkeit ging er zu den Beduinen zurück und sagte: O Mann Gottes, ich habe das Kamel im Tausch gegen getrocknete Datteln erstanden. Aber als ich nach Hause kam, bemerkte ich, dass nicht mehr so viele Datteln da sind. Der Beduine sagte: Sie Betrüger! Die Leute rügten den Beduinen, weil er so zu dem Boten Gottes sprach. Aber der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Lasst ihn! Dies waren die klaren Anweisungen des Propheten, wie man sich in einer solchen Situation zu verhalten hat. Lassen Sie mich noch einen Vorfall zur Glaubensfreiheit bezüglich Menschen anderer Glaubensrichtungen berichten. Einmal kam eine Delegation von Christen aus Najran zum heiligen Propheten. Während ihres Treffens mit ihm in seiner Moschee in Medina kam für die Christen die Zeit, ihr Gebet abzuhalten. Und so begannen sie, nach draußen zu gehen. Der heilige Prophet lud sie aber ein, ihr Gebet in der Moschee zu verrichten. Das danach unterzeichnete Abkommen mit den Christen aus Najran sicherte ihnen volle Glaubensfreiheit zu und es oblag den Muslimen, für die Sicherheit ihrer Kirchen zu sorgen. Keine Kirche durfte zu Schaden kommen und einer ihrer Priester vertrieben werden. Auch durfte keines ihrer Rechte in irgendeiner Form beschnitten werden.
Und keiner der Christen durfte dazu angehalten werden, ihren Glauben zu ändern. Dafür stand der heilige Prophet, Friede sei auf ihn, mit seiner persönlichen Zusicherung ein. Das Abkommen ging so weit, dass wenn ein Muslim für die Reparatur von einer Kirche spendete, es als ein Akt der Wohlfahrt angesehen wurde. Im Blick auf Gerechtigkeit, Wahrheit und Glaubensfreiheit sagt der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, dass es eine Überlieferung gibt über einen Disput zwischen einem Muslim und einem Juden, der dann vor dem heiligen Propheten, Friede sei auf ihm, getragen wurde. Der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, urteilte darin entgegen der Behauptung des Muslims zugunsten des Juden. Danach zitierte er einen Vers aus dem Heiligen Koran, in dem er seine Bedeutung erklärte. Ich zitiere: O Prophet, lade das Volk der Schriften und das unwissende Volk Arabiens zum Islam ein. Wenn sie den Islam annehmen, haben sie Leitung erlangt. Wenn sie sich aber abwenden, ist es nur eure Aufgabe, die Botschaft Gottes zu überbringen. In diesem Vers steht kein Wort davon, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Daraus ergibt sich auch, dass es nur erlaubt war, gegen jene zu agieren, die es auf die Muslime abgesehen hatten, die gegen die Aufrechterhaltung des Friedens strebten, Räuber und Diebe waren. Und diese Kriege hatten weniger mit seiner Prophetenschaft zu tun, als damit, dass der heilige Prophet gleichzeitig der oberste Anführer seines Volkes war. Gott sagt, ich zitiere: Kämpft in der Sache des Herrn nur gegen jene, die euch bekämpfen. Zitat Ende. Das bedeutet so viel wie: Seid nicht bekümmert darüber, was andere tun, sondern achtet auf eure eigenen Schritte. Gott liebt die nicht, die seine Gebote überschreiten. Das demonstrieren uns die wunderbaren Lehren des Islams und das hervorragende Beispiel des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Es ist eine unglaubliche Verzerrung zu behaupten, im Islam mangle es an Glaubens- und Bewusstseinsfreiheit. Wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, unser Bild des Islams nach den Interessen einiger Leuten zu bilden. Noch lässt sich danach ein authentisches Bild dieser Religion erhalten. Es sollte nun klar geworden sein, dass dort, wo Meinungsfreiheit und Toleranz im Islam herrschen, auch Vergebung und der Respekt für die Menschen zu finden sind. Dies waren nun die Ausführungen des Oberhaupts der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Die Botschaft ist deutlich. Meinungsfreiheit und Toleranz soll im Dienste des Friedens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir leben in einer Zeit, in der vielerorts Protektionismus, Segregation und Religionszugehörigkeit als exkludierende Identität propagiert wird. Meinungsfreiheit und Toleranz sollten nicht dazu missbraucht werden, Zwietracht zu säen und Hetze zu betreiben, weder im politischen Alltag noch in religiösen Predigten. Dies gerade in der Schweiz, in welcher Demokratie, Diskussionskultur und ein friedliches Beisammensein tief verwurzelt sind. Das sollte nicht trotz globaler Verunsicherung, sondern gerade wegen dieser geschehen, gerade hier in der Schweiz. In diesem Sinne möchte ich meine Ausführungen beenden, wie ich sie begonnen habe, nämlich mit dem Friedensgruß. Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen. Jazakallah, vielen Dank für die